Was hätten wir hier? Wunderschönen guten Abend, Thomas. Okay, Spaceship Center kriegt mehr Damage. Mehr Optionen für Schätze oder Artefakte und Einheiten, okay. Ja, komm, wir nehmen einfach mal den Trent. Meditator Grey Gif. Alle gut für dich? Jo, ja, alles easy peasy. Bisschen gemütlich heute im Weltraum rumhampeln, ne? Ich liebe dieses Gitarrengeräusch, das ist so gut. Okay, eine Wingman Cannon. Jedes Mal, wenn wir dir was reinstecken, machst du 6 Schaden an den Gegner. Das war einfach. Wow, kannst du 4-mal upgraden? Ja, gib mir das einfach mal. Momentan hat das da am meisten Bums, ne? Gib mir den Bronzecore zum Upgraden, oder? Zack. Dann machen wir das doch hier gleich so. Dann ist der Bronzekern jetzt das, was wir primär benutzen wollen. Nicht verkehrt. So. Also das Ding hat Bums, ne? Was sind wir hier? Wir kriegen einen Additional Orange Slot. Das ist auch eine Support Unit. Okay, wenn wir da irgendwas reinschmeißen, kriegen wir eine orange Dreier-Unit raus. Ich nehme das Ding jetzt wieder. Und ich würde sagen, ich pack den da gleich raus. Ja, wobei. So. Irgendwas zum Upgraden? Nein. Kann man das jetzt nochmal eine Unit gucken? Spezifizieren wir mal. Leader the fuck und war der fuck. Ja, nee, ist klar. Gib mir das Ding hier. Und 5 Star Coins, okay. Nee. Machen keine 50-50s hier. Keine 50-50s. So, was ist das hier eigentlich? Mhm. Okay. Dann können wir, wenn wir ein blödes Legendary haben, können wir das da eintauschen. Kenne ich gar nicht, das Game. Ja, das ist eigentlich ganz, ganz, ganz cool. Ich mag das. Alright, dann boosten wir das Ding. Immerhin ist das auf 0. Fast. Oh, machen nur einen Schaden. Ja, da war ja was. Gut zu wissen. Das heißt, hier machen wir ein bisschen öfter drauf kloppen, ne? Aber hey.
Mies mit nur 4 Schild, ne? Aber hey. So ganz blick ich das Kampfsystem nicht. Wenn du Fragen hast, frag einfach. Jederzeit. Okay, das reicht. Das reicht und das reicht. Ja, oh, das Ding hat noch 2 Life, passt. Okay, welches Dingsbums nehmen wir denn? 2 Stärke im ersten Zug. 1 Energie mehr von Anfang an. Ja, komm, gib mir das, auch wenn das andere ein bisschen rarer gewesen wäre. Schade, dass wir nichts upgraden können. Die roten Zahlen sind Gegner oder musst du da musst dagegen was tun? Ja, ich erkläre es dir gleich, wenn wir nochmal in einem Kampf sind. Jo, wir können hier gar nichts ihm zeigen. Schade. Gib mir... Jawohl, gib mir 12 für... Nee, 12 für 7 ist krass. Okay, 6 Schaden müssen wir machen, um das zu... Oh. Es ist eigentlich egal. Don't display this again. So, dann sag ich dir mal, was hier los ist. Das ist, was er macht, ne? Das sind seine Angriffe und wir müssen halt dagegenhalten. Mit allem, was wir haben. Ich würde sagen, wir packen hier mal eine 5 rein. Wir stecken da eine 1 rein. Das macht jetzt gerade noch nichts, aber später auf jeden Fall. Hier würden wir... Davon kommt, das machen wir auf 0. Wenn wir das hier auf... wenn wir da mal 3 reingesteckt haben, dann kriegen wir auf jeden Fall noch einen Bonus. Jedes Mal, wenn du so eine Angriffslane gewinnst, geht seine Durability runter. Was machen wir jetzt hier Schönes? Ja komm, switchen wir das mal. Wir haben keine weiße Energie. Das ist ein bisschen nicht so cool. Was passiert, wenn er keine Durability mehr hat, das siehst du auch gleich. Das reicht hier oben, ne? Ja. Der reicht auch. Dann machen wir doch das erstmal auf 5 und lassen den da unten. Warum sind die Karten grau-rot-blau? Das ist das Level deiner Energie. Das ist das höchste Level, zweithöchste Level, dritthöchste. Also das schwächste. Und du kannst auch nur bestimmte Sachen hier reinmachen. Ich kann hier keine weiße Karte reinstecken. Aber ich kann jetzt zum Beispiel... Orange kann ich überall reinstecken, ne? In Orange, Blau, Weiß. Blau geht nur in Blau und Weiß. Und Weiß geht nur in Weiß. Okay, wir haben jetzt hier... Folgendes. Wir machen hier ein Pärchen. Und ballern hier nochmal mehr drauf. Es lebt noch. Immerhin haben wir jetzt da nicht drauf geschossen. Ungünstig. Lass uns mal eins nach unten gehen. Wir können es auch nur so viel bewegen, wie wir Benzin haben, ne? Ist, glaube ich, logisch.
Er hat immer noch einen live. Come on. Das würde sehr schmerzhaft werden für uns, ne? Wo stecke ich die rein? Heal-Schaden? Hä? Das kommt davon, was du hier eingebaut hast ins Schiff. Da kriegen wir immer mal wieder eine Auswahl. Bitte was? If the number of the energy in hand loaded in the previous turn. Da raff ich nicht, lesen wir gar nicht weiter. Ist einfach ein 6 Energy Loaded, das ist geil. Das ist auch geil. Also der Boomerang ist schnieke, aber das hier, da kriegen wir hier automatisch gleich mal ordentlich Bums raus. Und dann unitmäßig, das zerstört sich, haben wir schon gesehen. Das mit Overclock. Wäre interessant eventuell, ne? Wenn du dann einen blauen Dreier reinsteckst, kriegst du 2 weitere Energie in der nächsten Runde. Ja, nehmen wir jetzt einfach mal mit und stecken wir hier oben rein. Ah, ich hätte gerne noch ein Upgrade für das Ding. Ja, es gibt eigentlich keine Kampagne oder sowas. Du hast halt 3 Gebiete, die du da abgrast und sollst Kopfgeld jagen, mehr oder weniger. Gib mir mal hier den Shop. Das erste Item, was wir kaufen, ist kostenlos. Es gibt echt nur Moppelkotze. Okay, das hier ist upgraded, aber das ist common rare. Das hier ist auch rare. Was ist, was machst du? Das ist stark. Das ist eigentlich schon recht stark. Dann könntest du zum Beispiel jetzt da bei diesen Plus-Dingsbums, was dir die Energie erhöht, ein blaues und ein weißes reinsetzen. Muss kein oranges und ein blaues haben. Und da könntest du auch was Weißes reinstecken. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Ich mag diese Tree-Power-Sachen nicht. Ich weiß nicht. Switchen wir das mal. So. 7 Starcoins, wenn wir in den Shop gehen. Ja. Extra 3 Starcoins. Wir dürfen nur keine Starcoins verlieren. Verlieren, nicht kaufen, oder? Bin mir nicht sicher. Nehmen wir mal mit. Okay, Energy Resource. Entweder ein weißes und ein 6-Pointer. Also einmal weiß und eine 6. Oder ein orange und ein 3. Ich gebe mal ein weiß und ein 6 dazu. Okay, noch eine letzte Frage. Die Schiffe, gibt es auch verschiedene? Ja, 2 Stück aber nur momentan. Einmal den Shielder, den wir jetzt gerade haben. Der hat halt eben das mit dem Schild und so. Und es gibt noch einen, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Aber der hat kein Schild, aber du kannst dreimal pro Kampf irgendwelche Sachen rekonfigurieren im Schiff. Also er kann, sagen wir mal, das Ding jetzt nach oben schieben und dann da angreifen und das hier nach unten. Oder eben den hier mit dem da switchen. Also ist ein bisschen andere Spielweise. Oh no. Wenn wir eine Energie laden, lädt das Ding das gleiche. Das heißt also, wir müssen erstmal die niedrige Energie laden, die wir haben. Zum Beispiel, wenn wir jetzt den 1er... Warte mal, er hat da schon eine 6 drin. Das heißt, wenn wir jetzt da die blauen laden wollen, müssten wir erst die 3er laden, um das hier rauszukriegen, ne? Dass da nur eine 3 reinkommt. Aber wenn ich jetzt den da nehme,
Genau, dann kommt hier eine 2 da oben rein. Und wenn ich den da lade, dann kommt noch eine 3 dazu. Alles kein Problem. Und jetzt kann ich ja die 6 spielen und alles Mögliche. Ich packe jetzt mal hier eine 3 rein. Das heißt, in der nächsten Runde kriegen wir mehr Energie. Dann machen wir hier oben die 4. Hier unten, ja, die 4. Und im Prinzip spare ich mir den Rest erstmal. Auch so eine Spielweise, du kannst erstmal gucken, dass du ihn paralysierst. Ne? Okay, er hat momentan hier nichts drin. Das Schöne ist, wenn ich jetzt den hier da reinmache, dann macht er nur einen 1er rein. Passt, dann kann ich jetzt die 5 irgendwo anders reinschmeißen. So. Dann, das mit dem Blauen ist ein bisschen... Es geht noch. Ja, im Prinzip... Das ist jetzt ungünstig, wenn ich da die 4 reinmachen würde. Ganz einfach, weil er da nochmal Damage machen würde. Ich könnte zwar jetzt die 4 hier reinmachen und die 1 hier rein, ne? Aber im Prinzip... Ja, komm, lass mal ausprobieren. Was, er macht immer noch mehr Damage? Ach, come on. Es war jetzt äußerst ungünstig. Ich dachte, wir würden da nochmal die 7 rauskriegen. Aber scheinbar ist es nur beim ersten, den du da reinsteckst, der Fall. Weil das macht jetzt 9. Und... Ja, okay. Die 7 ist nur für die erste Energie, die du da reinsteckst. Nicht cool. Nicht cool. Okay, dann machen wir das jetzt eben so. Paralysieren den. Da steckst du 6 rein und da steht dann 8. Warum? Weil die halt auch bestimmte Sachen haben. Bestimmte, hier zum Beispiel. Wenn du was Weißes reinsteckst, kriegst du nochmal 2 Stärke dazu. Also das heißt, da kriege ich jetzt auch eine 8. Wenn du hier zum Beispiel, ist momentan nur eine 5, aber das wird jetzt gleich eine 12. Weil es ein Pair ist. 2 gleiche, kriegst du 2 Stärke dazu. Ne? Und das zieht sich halt durch. Also gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Uff. Oh. Das ist zwar geil, ne, dass du da eine blaue 9er Energie kriegst, aber der macht das jede Runde, verbraucht er einen Benzin dafür. Ungünstig. Kann ich hier einfach draufklicken, wenn ich das haben will? Ich nehme das Ding jetzt einfach mal. Dann machen müssen wir warten, bis wir noch ein bisschen mehr Gewicht dazu kriegen. Ich will hier gar nichts haben. Scheiße. Das war natürlich jetzt unnötig, aber das weißt du ja vorher nicht. Check ich das ein wenig. Die Waffen haben Boni. Ja, das stimmt. Auch die Support-Units haben teilweise Boni drauf. Okay, dem kannst du nur in der Mitte Schaden zufügen. Und solche Sachen hier zum Beispiel. Hauptsache, du machst da so ein bisschen rein. Ne? Gib mir mal den hier. Und wir boosten uns für die nächste Runde schon mal die 2. Okay, 20 Damage will er machen. Ich könnte dich auf eine 7 packen. Machen wir mal nicht. Okay,
Er ist paralysiert, das heißt, ich kann jetzt alles hier reinbuttern, was ich gerne hätte. 14 Schaden müssen wir da anstellen, das ist nicht so das Problem. Zack! Wie viele Karten kannst du in so ein Item stopfen? Nur so viele Slots, wie da abgebildet sind. 2, 1, 2, nichts, 1, 2, 2. Oh, warum habe ich eigentlich noch eine Standard... Ja, gut. Ich habe so langsam ein bisschen zu viele Support-Units, ne? Ich habe hier gar keinen Angriff drin. Bitte was? Versteht das jemand? Die Stärke, die nicht durch Energie oder Power gewonnen wird, wird verdoppelt. What? Ah ja, das hier ist das gleiche, nur nicht aufgewertet. Okay, hier würdest du noch mehr Energie erschaffen. Gut, wir können sagen, machen wir den so. Wir müssen hier noch irgendwas machen. Gib mir das. Ne, warte, stopp, das ist... Ja, wo? Ja, doch, gib mir das Ding jetzt einfach mal. Mann, ich will ein Upgrade haben. Nehmen wir den Shop. Wenn wir 5 oder weniger Schaden kriegen, kriegen wir nur einen Damage. Das wäre nicht schlecht. Das ist auch interessant. Wenn irgendeine Einheit Energie generiert, kriegt das einen Stärke dazu. Das wäre dann hier zum Beispiel zweimal der Fall. Hier glaube ich im nächsten Zug zweimal der Fall. Eventuell das, aber... Gib mir das Ding hier. 2 Max Shield Points nehme ich auch. Das ist... Okay, das hier ist... jetzt deaktiviert, wie es aussieht. Also loose... Ja, this effect becomes inactive after losing Star Coins. Losing also auch im Sinne von einfach ausgegeben. Drei Power für die Attack Unit davor. Haben momentan eh keinen Platz im Schiff. Ja, modifizieren wir nochmal ein bisschen was. Okay. 3 Einheiten oder 3 Units aussuchen und einen Random Color Slot kommt auf ein Teil. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was kriegt's? Ein Orange Slot hier dazu gekommen. Wobei, das ist eigentlich auch nur prickelnd, ne? Wobei, es hat 4 Power. Naja. Passt schon. Ach, das sind die Slots. Ich dachte, die zeigen nur die Farbe an, ne? Das gibt's auch auf Deutsch. Ne, gibt's nicht. Gibt's nur auf Englisch und auf Chinesisch? Irgendwie sowas, ne? Boosten wir mal, soweit es geht. Die 4 packen wir hier rein. Ja. Das bringt uns gar nichts, das da rein zu stopfen. Okay, dann kriegen wir das erstmal auf den Segel. Englisch-Chinesisch vereinfacht. Ist ein bisschen schade, weil halt die ganzen Flavortexte halt auf Englisch und Chinesisch sind. Aber gut.
Ja, komm. Stopf mal rein. Wir haben jetzt echt nicht viel da entgegenzusetzen, ne? Das gefällt mir nicht so. Vier, sechs. Okay, das passt. Da kriegen wir nur ein Damage. Und hier auch. Nicht prickelnd. Okay. Es bewegt sich und es macht fast keinen Schaden mehr. Ich glaube, so langsam könnten wir hier. Machen wir. Okay, machen wir eine 5 und eine 5. Glaube, es ist Zeit, ein bisschen Schaden zu machen. Ne? Reicht erstmal. Kann ich das öfter benutzen? Doppel 4? Okay. Interessant. Das ist auch pro Kampf. Super. Okay. Erhöhe mir mal das Ding. Okay, da kriegen wir momentan 5. Oder ja, einen. Nee, okay, das passt. Er wird paralysiert. Dann machen wir den ja auch noch so. Oh, das war natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Das war irrelevant. Das macht auch nur noch ein bisschen mehr Schaden. Ja, pff, du, wir haben in der nächsten Runde eh genug. Genug Energie. Sagen wir mal so. Jetzt ist das Slot blau, nicht mehr orange. Das liegt hier ran. Zum Beginn des Kampfes wird das runtergestuft, das höchste Ding. Das war ja auch orange und jetzt ist es blau. Hier ist ein oranges normalerweise drin, jetzt ist es blau. Also, das wird immer alles so ein bisschen. Ja, das kann ganz schön random sein, ja. Okay, Ship Weight Limit ist super. Das ist auch cool, was du daneben schießt. Das könnte mit dem Boomerang auch richtig geil sein, ne? Was daneben schießt, ist trotzdem, macht trotzdem die Durability runter. Okay. Stärke, oder? Wenn du nur einen Energiedings reinmachst, werden die auch nochmal stärker. Das für alles Leere. Ich will Upgrades. Wieso kriege ich denn keine Upgrades? Was macht der Nano-Chip? Jeden Zug einen weißen One-Point-Energy. Hätte ich mal das mit dem One-Point-Energy genommen, ne? Als Unbekannte. 5 Starcoins für alles, was wir nicht equipped haben? Na. Ich weiß nicht. Möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ich möchte. Ja, wobei, das ist auch nur ein Common, ne? Oder ein Rare. Nee, komm, gib mir 20 Starcoins. Können wir vielleicht irgendwann doch noch brauchen. Wir könnten jetzt natürlich auch hier reingucken, ne? Mit 35? Weil jetzt geht's schon in Richtung Boss. Ich fühle mich nicht so ganz sicher. Komm, wir gucken mal. Was ist das hier? Dual Cannons. Wenn das Ding Stärke kriegt, macht das schon mal Schaden. Moment.
nicht Strength. Power und Strength ist, glaube ich, was anderes. Oh, ich weiß nicht, ob wir das haben wollen. Tree Power will ich nicht unbedingt. Ja, komm, gib mir das Ding. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, dass wir dann auch blau-weiß werden. Das ist nicht per Lane, das ist generell, das ist nicht gut. Ich spare mir das weitere Geld mal. Oh nein, der Skorpion. Okay. Irgendwelche Attack Units kriegen Double Strength. Das ist hier bei ihm und hier bei mir. Wow, 32. Und er 24. Halt mich fest, ne? Machen wir hier mal die 3 rein. Boosten wir das Ding. Ah ja. Das schießt direkt auf den Gegner. Interessant. Warum ist das Ding hier drin? Warum ist hier ein Basic Core drin? Was ist denn hier schon wieder passiert? Okay, das würde so bleiben mit dem einen Damage. Dann machen wir da mal nichts weiter. Okay, du machst extra Bums. Also es ist stark, dass das auch hiermit funktioniert, ne? Mit Doppeldamage, hat nämlich gerade 10 auf den Sack gekriegt. Ach stimmt. Der Damage kommt ja generell raus. Ich muss ja gar nichts mehr reinstecken. Ah ja, okay. Dann haben wir hier noch was. Würde uns maximal auf 17 bringen. Dann stecke ich da einfach das rein, damit wir ein bisschen Damage negieren. Die 4 ist egal, das heben wir uns auf. So. Nur noch 2 Schilde, die er hat. Jetzt ist das Slot blau, nicht mehr orange. Achso, ja. Hatten wir. Momentan sterben wir. Okay, das wird uns auf einen Damage Received runterdrücken. Ich möchte aber den hier machen, damit wir sein Durability weg haben. So, und jetzt kriegen wir irgendwo einen Boost. Nein, nur wenn er Energy Loaded hat. Okay. Ist alles okay. So, Wiedersehen. Okay. Also das Ding ist auch schon nicht verkehrt, ne? Je länger die Runde geht, umso effektiver wird das Ding.
Zwei Stärke? Okay. Oder alle nochmal einen Power dazu. Ja, nehme ich jetzt. Dann hast du hier noch ein Legendary Tree Power Gedöns. Komm, gib mir das Legendary Item. Und wir switchen das. Okay, welches wollen wir haben? After loading an energy, generate another energy with twice the points of the loaded one. Das ist super. Das ist halt krass, wenn du ein Overclock-Build hast, ne? Ja, das ist stark. Im Prinzip würde ich das dem da bevorzugen. Aber lassen wir das erstmal hier drin. Immer noch, dass du da keine Upgrades hast, ne? Das Ding ist immer noch upgradebar. Okay, gib mir mehr, noch mehr Treasure. Für 6 Star Coins? 3 Treasures? Okay, nehmen wir den Bottle Op. Ach so, doch nur einer. Okay. Interessant. Was ist denn Vacation Handbook? Nein, Vacations dauern weniger für. Das ist ein bisschen viel gewesen. Muss nicht sein. General, wie der Schaden schon vorher berechnet wird. Ja. Aber es ist auch so ein bisschen mau, dass du nicht was reintun kannst und dann wieder rausnehmen. Was drin ist, ist drin. Du kannst also nicht rumprobieren. Das ist das andere. Wow. Kriegen wir echt 10 Energy hier rein? Ich glaube, das war der kürzeste Kampf in der Geschichte von Lone Star. Wahrscheinlich, weil wir hier irgendwas reingekommen haben und das direkt Schaden gemacht hat? Keimblassen Schimmer. Was war das? Das ist auch meine Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber es soll mir recht sein. Naja, davon will ich eigentlich nichts. Ich nehme mal das Kamen, vielleicht können wir das irgendwie verkaufen oder so, ne? Ah. Ja, gib mir noch was Unbekanntes. Attack Units, Support Units, Premium Shop. Limited and powerful items. Okay, komm, gib mir das mit dem Premium Shop. All Attack Units gain a Strength. Wenn wir 4 Energy irgendwo pro Zug reinschmeißen, das hört sich gut an. Danach haben wir noch 14 und können uns nichts mehr leisten. Das ist ein Tree Power Dings. Das ist aber auch stark, ne? Der letzte zum Beispiel eine 1 und eine 1 rein und im nächsten Zug nochmal eine 1. Und schon hast du 18 Damage, wenn du da irgendwas reinschmeißt. Ja, okay. Gib mir das Ding hier. Oh nein, die Frösche. Die habe ich nicht verstanden, aber hey. Viel Spaß beim Rochen und Telefonieren. Ja, wir haben gerade 4 Damage gemacht. Weil die Teile automatisch triggern. Diese Power. Okay. Ich glaube, daran lag das vorhin. Das heißt aber auch, der Gegner hatte fast kein Life. Selber schuld, ne? Okay. Ach ja, das verdoppelt die Energie. Ich nehme eine 9 raus. Das ist auch stark.
Hab nur noch 16 Life. Ah, das gefällt mir. Verdoppeln wir ihn mal. Das würde direkt nur 5 abziehen. Das rentiert sich jetzt da nicht wirklich. Naja, andererseits... er ist down. Okay. Unser Schiff ist halbwegs stark. Ja, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Ja, lauter Fragezeichen. Treasures. Ja, komm, gib mir noch mehr Treasures. Okay, eine Einheit removen. Wir kriegen Treasure derselben Rarität. Shining Iron. Okay, Tree Power haben wir nicht. Schade. Deep Note. Oh, wenn wir uns nicht bewegt haben, kriegen wir Stärke dazu. Ja. Oder wenn wir uns bewegt haben. Oder 2 Stärke. Nee, komm, gib mir das. Nicht bewegen. Müssen wir auch nicht nachdenken. Kriegt schon mal einen auf den Segel, ne? What the hell? Das ganze Life wird regeneriert am Start der zweiten Runde. Was? Ja, aber unser Schild nicht. Das ist das Problem. Deswegen sollten wir da vielleicht dem Schaden entgegensteuern. Nehmen wir mal nur ein. Ja. Ja. Yep. Da ist er repariert, der Segel. Na ja, gut, im Prinzip muss ich da nichts machen, ne? Prinzipiell? Aber komm. Ja, das ist... Ach, er kriegt... Moment, warum kriegt er... Warum kriegt er 0? Ach so, weil das da oben 0 Damage kriegt, kriegst du auch 0 Damage. Okay. Ich verstehe. Verstehst vielleicht doch nicht, weil du kriegst ja... Achso, halt, momentan kriegst du 0 Damage, deswegen... Okay. Ich versteh's doch nicht. Ich verstehe, ja, egal. Okay, packen wir hier gleich mal die 3 rein. Machen wir hier eine 9 draus. Und er ist down. Die Teile waren echt seltsam. Welche Treasure nehmen wir? Wir bekommen Benzin, muss nicht sein. 4 Stärke ist geil. Okay, unser Weight Limit ist erhöht.
Das heißt, wir können den da auch nochmal mit dazu packen. Will ich das hier noch upgraden? Das bringt ja eigentlich auch nur. Ach mal, das ist 4, da unten ist 7. Okay, passt. Ja, gut. Select one unit to upgrade. Nice. Und dann modifizieren können wir nicht. Wir haben nur noch 3 Tage. Eine Unit, Starcoins unknown. Ja, machen wir das mal. Make attack units für 1 Starcoin. Oh, okay. Die reizen das aus. Okay. 2 oder mehr Slots. Upgraded brauchen wir nicht. Rare oder Legendary? Ja. Okay, was hast du da rausgemacht? Aha. Die letzte Energie, da wird's besser. Okay, pass auf. Machen wir das so. Hat sich das rentiert? Nope. Expert. Auch noch nie gesehen. Oh no. Das sind doch alles meine Artifacts, oder? Nee, es ist Treasure. Was ist Artifact? Sehen wir dann gleich. Ja, noch hat er nichts gemacht. Ich habe ein bisschen Schiss, muss ich sagen. So, dann haben wir eine 8. Also das lassen wir erstmal gucken. Wenn ich den hier reinstopfe, kriegen wir immer noch einen Damage. Warum? Wir gehen doch von 4 auf 5. Ach, wir können ihnen keinen Schaden zufügen, aber er uns schon. Das heißt, wir müssen in der Mitte Damage machen. Und zwar 7-mal. Das ist hart. Ich lasse es das da mal leer. Oder war das Zufall? Nee, wir müssten doch eigentlich hier auch treffen können. Okay, das ist wichtig, dass wir das wegblocken. Kriegen wir das hin? Oh Gott, was ist das denn jetzt? Nochmal 5 Schaden extra auf uns drauf. Wir könnten auch einfach eins nach unten gehen. Heidewitzka, ne? Okay, er kriegt doch 2 Damage. Das war nur Zufall. Ganz wenig, weil wir da nichts reingedrückt haben, ne? Wie viele Runden ist das jetzt? 3. Das heißt, wir würden eine 3 rauskriegen.
shit, ich kann da keine mehr reinstecken. Ja, moin. Live. Shit. Was sind das denn für Teile? Alter, die kriegen zwei Stärke noch dazu? Holy fuck. Shit, oh shit, oh shit. Okay. Er ist auf jeden Fall paralysiert. Dann machen wir hier schon mal eine 3. Shit, eigentlich wollte ich das hier reinstecken. Verdammte Axt. Ja, und die triggern trotzdem. Interessant. So, der Segel ist paralysiert. 32. Warte, triggern wir das und hier. Vorsichtshalber mal, ne? Okay. Sheesh. Ah, das war schon der Endgegner. Ey. Okay. Was haben wir denn unlocked? Zwei neue Dudes. Nice. Wieder da, WB!